Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe unserer spirituellen Sprechstunde. Wer möchte nicht heil werden? Wer möchte nicht heil sein? Und wer möchte nicht ein schönes, glückliches Leben führen? Und dazu habe ich heute einen wundervollen Gast eingeladen. Gleich dazu mehr nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Zuseher. Heute an meiner Seite Julia Gößler. Hallo. Julia, du schreibst, Selbstheilung darf Spaß machen und jeder kann es lernen. Du hast den sogenannten magischen Heilcode erfunden, kreiert, zusammengestellt, die all diese neuesten, modernsten, energetischen Methoden vereinigt. Und das zeigt dir, wie dein privates Leben so umkrempeln kannst, dass du wirklich glücklich wirst und zufrieden in deine Zukunft wanderst. Ja, genau. Da wollen wir drüber sprechen. Herzlich willkommen, du. Danke, ich freue mich riesig. Ich mich auch. Es werden sich natürlich die Leute fragen, okay, wer ist denn die Julia? Das ist auch berechtigt. Und wieso kommt die hier hin und sagt, jeder kann heilen? Ja, genau. Und zwar, ich erzähle gern so ein bisschen meine eigene Geschichte. Ich hatte selber chronische Schmerzen, eine Autoimmunkrankheit. Und ab dann, nach 13 Jahren suchen und nichts finden und alle haben schon gesagt, naja, muss halt damit leben, habe ich dann tatsächlich die energetischen Methoden kennengelernt. Wie lange ist das zurück? 7 Jahre ungefähr. 7 Jahre. Und dann? 13 Jahre lang hast du die Schmerzen gehabt. Ja, und ich war ja eigentlich jung. Also jung und sportlich und alles. Und es war irgendwie so ungewöhnlich, aber keiner hat was gefunden. Alle Orthopäden so, oh ja, vielleicht, weil sie viel sitzen, was man so sagt. Aber ich habe gesagt, so, ja, das hilft mir aber nicht. Ich möchte ja nicht jetzt schon die Schmerzen haben. Wie wird es, wenn ich alt bin? Also du bist praktisch zu den Ärzten gegangen und hast gesagt, okay, wir finden irgendwie nichts. Ja. Ist halt so. Genau, muss psychisch sein. So, ich habe eine Psychotherapie gemacht, tat mir auch gut. Schmerzen waren aber trotzdem da. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich auf das Energetische gekommen und habe 3 Monate mit mir gearbeitet und dann waren die weg. Und das muss man sich mal so vorstellen. So 13 Jahre such und plötzlich so, oh wow, das erste Mal wache ich auf ohne. Für die Zuseher, die vielleicht noch nicht verstanden haben, was meinen Sie damit mit energetisch? Tatsächlich, also zum Beispiel Blockaden ablösen mit Muskeltest, kinesiologisch. Man kann die austesten, man kann die aus dem Körper holen und das habe ich 3 Monate gemacht. Und dann war die Schmerzen weg? Ja. Und es war halt so viel einfacher, als wenn ich jetzt versuche mit dem Verstand, okay, wo kommen die her, die Schmerzen, was könnte der Auslöser sein? Selbst wenn ich es dann weiß, nützt es mir ja nichts. Mhm. Aber wenn ich einfach so die Ursachen rausziehe aus dem Körper, so habe ich angefangen tatsächlich, dass der Körper natürlich dann wieder frei wird, weil eigentlich weiß der Körper, wie er heilt. Wissen wir immer, wenn wir uns schneiden, heilt, Knochenbruch heilt, also natürlich auch alles andere. Das energetische Heilen ist eine Art Unterstützung für das, was der Körper sowieso will, heil werden. Genau, also der Körper ist da und wenn er nicht so niedergedrückt ist von Blockaden oder so Mini-Traumata, die hat halt jeder. Und wenn das wieder wegkommt, dann kann der Körper. Ja, manchmal kommen auch diese Krankheiten aus, vielleicht nicht zufrieden gelebtes Leben, falsche Ernährung oder was auch immer. Es kann ja sein, ich mache zu wenig Sport oder ich mache nicht das, was ich eigentlich will. Das gibt es ja auch. Oder habe eine schlechte Beziehung, keine Ahnung. Das ist fast immer so tatsächlich. Ja? Also wenn wir uns die Leute angucken, die wirklich gesund sind, die haben meistens, die sagen von sich selber so, oh, ich bin ganz glücklich. Hm? So, und die krank sind, sagen das aber ganz selten. Und oft denken wir, naja, die sind ja auch krank, die können ja nicht glücklich sein. Ja, genau. Aber eigentlich ist es andersrum. Es geht gleich weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wir möchten an dieser Stelle Ihnen ein paar Highlights aus einer ganz besonderen Sendung noch präsentieren. Und wenn es Sie genauso begeistert, wie es mich begeistert hat, dann klicken Sie auf diese Sendung, schauen Sie sich an und nehmen Sie diese Mitteilungen mit. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Das ist eine Zeitbombe. Wir haben jetzt schon in der Schweiz eine Übersterblichkeit von 20% im Schnitt. Das wird sich deutlich erhöhen. Und das sind keine besonders guten Aussichten. Ich sehe Krankheitsbilder seit 2 Jahren, die habe ich nie gesehen. Das sind Krankheitsbilder in der Kombination, die sind absolut ungewöhnlich. Du bist vorher nicht glücklich, nicht zufrieden. Der Körper kommt immer mehr in die Starre und dann kann er nicht mehr das machen.
Der kommt in eine Stresssituation, wo er plötzlich nicht mehr weiß, wie er das Ganze reparieren soll. Genau. Und dann gibt man Energie dazu. Was hast du denn für Ausbildungen gemacht? Ist das eine spezifische bei Heilpraktikern oder gibt es da ganz bestimmte Methoden? Also ich habe mir tatsächlich überall auf der Welt geschaut, okay, was ist das, wo ganz viele sagen, das funktioniert. Dann habe ich geschaut, okay, kann das für mich funktionieren? Mhm. Kann das für andere funktionieren? Mhm. Und dann habe ich die Sachen zusammengesetzt, weil ich gebe ehrlich zu, jetzt auf der Welt gibt es nicht mehr so viel Neues. Aber es gibt so viel cooles Heilwissen, wirklich auch mit Energie von überall. Und wenn man das zusammensetzt, dann funktioniert es. Ja klar, auf der ganzen Welt gibt es natürlich unterschiedliche Kulturen. Es gibt unterschiedlichen Umgang mit Heilung. Ja. Wir sind ja mehr die Schulmedizin, in anderen Ländern ist vielleicht noch mehr der Schamane, auch wie auch immer, oder die Kräuterhexe vielleicht unterwegs. Wenn man sich da immer wieder die Sachen rauszieht, das hast du gemacht. Ja. Das war aber auch ein bisschen ein Weg, oder? Das Ganze zu finden überhaupt, zu googeln, weiß nicht, wie hast du das gemacht oder rumgefragt? Überall. Also man muss halt sagen, ich hatte halt diese Leidenschaft, weil ich hatte so ein bisschen Druck und dann habe ich die erste Methode gefunden, tatsächlich Blockaden ablösen. Mhm. Und das hat mir so stark geholfen, dass ich gesagt habe, das Thema interessiert mich einfach. Mhm. Ich bin gesund geworden und wie cool ist das, wenn man das auch für andere machen kann. Und diese Leidenschaft hat halt, ich habe jede freie Minute damit verbracht, bessere Heilmethoden auch rauszufinden, okay, der heilt jetzt nicht, was brauchst du denn dafür? Und das ist tatsächlich, warum ich dann so schnell so groß, so gut geworden bin, weil ich einfach gesagt habe, das ist meine Begeisterung. Ja genau, aber so lange, in Anführungsstrichen, machst du das noch nicht. Noch gar nicht. Also tatsächlich, ich habe vor 7 Jahren angefangen und so richtig, also dass ich gesagt habe, das ist mein Ein und Alles, ich lege da los, auch selbstständig das zu machen, 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Und habe ganz viele überholt, links und rechts. Wenn ich mir auf deine Webseite so umsehe, da gibt es lauter zufriedene Kundenstimmen. Ja. Die scheinen nicht alle gekauft zu sein, sondern... genau. Und du machst es online. Das ist das Spannende. Das heißt, es ist ja völlig egal, von wo dir aus der Welt kommt. Der geht auf deine Webseite und du bietest da ja, eben Kurse an. Was hast du für verschiedene Kurse? Oder ist es ein Kurs? Also beim Heilen haben wir tatsächlich 2. Ich mache das immer so, weil für viele ist es ja so neu. Ja, für die hört sich eine energetische Heilung manchmal an. Ja, trag nur irgendwie ein rotes Kleid, nehmen wir das als Beispiel, und dann wirst du gesund. Mhm. So hört sich das ja für manche an. Und dann sage ich immer, nee, erleb das mal. Und ich mache quasi immer so 3 Wochen. Mhm. Ne? Auch in wenigen Wochen startet wieder einer. Deshalb guck da drauf. Weil ich sage immer, wenn du das erlebst, 3 Wochen lang mal energetische Heilung, die Methoden selber, und dann merkst du, wie schnell die Veränderung geht, das ist dann, wo es dich dann meistens packt. Das heißt, es ist eine ganze Community, die sich hier anmeldet bei dir. Ja. Du hast ja, glaube ich, ein Team um dich, um die Menschen zu begleiten. Genau. Und bringst ihnen oder zeigst ihnen diese Methoden. Da werden da bestimmte Themenfelder angesprochen, haben wir gesagt, keine Ahnung, heute haben wir Nackenschmerzen, morgen Knieschmerzen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist tatsächlich ein ganz bisschen anders. Also wir haben große Themenfelder, Gesundheit, dann Beziehung und tatsächlich nehmen wir auch Geld immer mit rein, weil wir merken, da ist so viel Angst mit Geld. Wow. Und wenn wir die auflösen, wird der Körper noch freier. Beziehung ist so wichtig, weil die wenigsten, die wirklich krank sind, sagen, meine Beziehungen sind wunderschön, ich fühle mich so gut. Das ist ja nicht. Hm. Sondern sie werden krank, weil dieser Beziehungsteil noch nicht so funktioniert. Da möchte ich gerne mehr reingehen. In dieses Beziehungsthema. 40-50% haben wir Scheidungsrate. Liegt es daran, dass man heute einfach nicht mehr so flexibel ist wie früher und hält man nicht mehr so viel aus? Weil früher haben sich ja die Paare kaum getrennt oder durften sich vielleicht auch nicht trennen. Heutzutage, okay, da passt mir die Nase nicht mehr, jetzt hat es einmal das falsche Kleid angehabt, jetzt bin ich weg. Oder hat es einen anderen Grund? Du stellst schwierige Fragen. Ja. Das ist ja quasi so allgemeingesellschaftlich. Also das, was ich erlebe, ist, dass Menschen haben jetzt viel mehr Auswahl. Ja, früher dich scheiden zu lassen war ja ein Riesending. Kann ich dann noch überleben? Die Frau war vom Mann abhängig. Jetzt können ja Frauen alles selber arbeiten. Ja klar, das wurde lokaler auch ein bisschen Problem, wenn man so weit unterwegs war. Und das ist ja jetzt nicht mehr. Klar ist es jetzt einfacher zu wählen. Aber ich sehe ganz viel... Viele Scheidungen müssten nicht sein. Ja, ganz oft. Das habe ich jetzt gemeint. Vielleicht ist es eine falsche Kommunikation. Vielleicht ist da irgendwas in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten durch diesen, immer schneller, höher, weiter, irgendwas aus dem Ruder gelaufen, wo wir als Menschen gar nicht mehr miteinander umgehen können. Ja. Was im Außen so viel einbröckelt, dass die Beziehung hier. Weil vielleicht sind ja vielleicht auch Themen, wenn du das in deinem Kurs hast, wo die Menschen darüber sprechen, sagen wir, wir können nicht kommunizieren oder was auch immer. Ja. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten oder Paartherapie etc. Total. Also wir machen das quasi viel einfacher.
wir, weil meistens ist es ja fast immer ein Kommunikationsproblem, oder? Also ich meine, ich bin sauer auf meinen Partner, der lässt die Socken liegen, der Zahnpasta, nehmen wir mal das Beispiel, oder der Mann ist sauer auf die Frau, weil die Küche nicht aufgeräumt ist oder umgekehrt. Und dann geht es ja aber meistens gar nicht um die Küche, sondern es geht ja darum, ich vermisse irgendwas und werde dann sauer auf meinen Partner, weil er die Zahnpasta. So, und jetzt gehen wir quasi und fühlen tatsächlich auch in uns rein. Und wie das geht, das leiten wir dann an. Wenn jetzt wieder so eine Situation ist, okay, was, wenn ich das jetzt nicht bewerte? Was, wenn ich gar nichts wüsste über meine Beziehung? Wie würde ich dann reagieren? Und das ist meistens der Schlüssel raus. Oh, die ist natürlich spannend. Ja, weil dann gucke ich auf diese Zahnpastatube. Wenn ich nichts über meine Beziehung wüsste, würde ich, oh, die ist offen, ich mache die mal zu. Und schon ist gar nichts schlimm. Und natürlich schauen wir auch, wie kann ich jetzt mit meinem Partner wieder kommunizieren, ne? Wenn ich sauer werde, okay, wie kann ich da aussteigen? Und dann finden ganz viele tatsächlich ihre Liebe wieder. Und dann blüht es auf, der Körper muss nicht mehr kämpfen, schon kann der Körper hat wieder Kapazität, sich zu heilen. Das heißt, das ist alles in den 3 Wochen drin. Ja. Sind das verschiedene Gruppen? Die eine Gruppe macht dann 3 Wochen nur eben diese Beziehungsthema oder wechseln die durch? Wir sind alle zusammen. Und das macht tatsächlich auch den Unterschied, weil wenn du, also es geht ja auch um Heilen, also es ist körperlich, Beziehung gehört dazu, auch Geld. Aber wenn da, sag ich mal, 2000 Leute in einer Gruppe sind und die teilen ihre positiven Ergebnisse und plötzlich siehst du jeden Tag irgendwie 20 Mal, boah, da geht's besser, da geht's besser, da geht's besser. Das ist ja ein Umfeld. Ist das ein Placebo-Effekt auch? Natürlich, dann sagst du dir selber, hey, so viele coole Sachen, dann geht das auch für mich. Dann probiere ich das auch aus, obwohl ich das vielleicht schon immer ausprobieren wollte, aber ich mach's nicht, ich probiere das jetzt auch mal mit meinem Partner aus. Und wir machen tatsächlich, also 3 Wochen, eine Woche wirklich Körper, weil da brauchst du ein bisschen was, dann eine Woche Beziehung, alle zusammen und eine Woche Geld. Das heißt, da wird eine Aufgabe gestellt und nach einem Tag, einer Woche, werden dann die Ergebnisse eingefahren und Diskussion gemacht. Ah, nee, es ist viel einfacher. Noch einmal. Es ist viel einfacher. Wir sprechen zum Beispiel über den Körper und eine Übung ist, horch mal richtig rein, was ist heute für deinen Körper zu tun, dass der quasi Selbstheilungskräfte loslegen kann. Und dann machen das ganz viele. Und wir teilen meistens schon, wir sind dann zusammen im Zoom und wir teilen schon im Zoom. Und das geht ganz schnell. Wenn wir einmal, das bringe ich ja dann bei, wie kannst du ganz schnell rauskriegen, was brauchst du für dich? Und dann für einige ist es tanzen, für einige mit dem Partner sprechen, einige ein rotes Kleid anziehen, andere wieder wirklich mal in die Stille gehen für einen Tag. Das ist für jeden anders. Aber oder das in den Wald, Baum umarmen, was auch immer. Ja, also es ist oft vor allem so richtig einfach. Und wenn du das jeden Tag machst, so erste Woche machen wir das für den Körper. Die sind so einfach, dass wir es vergessen haben, oder wie? Ja. Also ne, oft sind es auch Sachen vielleicht so außerhalb der Komfortzone, was wir sonst nicht machen. Also der Impuls ist nie, mach das Gleiche wie immer. Das ist nicht. Sondern ja, weil wir sind ja Gewohnheitstiere in Anführungsstrichen. Genau. Wir machen natürlich irgendwie unsere Sachen immer gleich. Ja. Und unser Gehirn will ja auch gar nicht irgendwie permanent was Neues erfinden. Genau. Aber das Ding ist meistens so, wie wir es alles gleich gemacht haben, hat uns krank gemacht. Ja. Oft ist es ja auch, ich meine, wer sitzt in einem Job fest, wo er schon weiß, der Job macht mich krank. Ja. Aber ich sehe den Weg nicht raus. Und das ist, wie wir quasi die Leute wieder zu sich selbst verbinden, dass sie diesen Weg rausfinden, in kleinen Schritten. Und dann kann das sein, dass wirklich jemand einfach sagt nach 4 Wochen, okay, und jetzt bewerbe ich mich wirklich bei 20 Traumfirmen und wechsle den Job, wo der vorher gesagt hat, ja, aber ich bin doch schon 50 und das geht doch nicht und überhaupt. Und plötzlich sagt er, ja, ich mache das. Das hat ja tatsächlich auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ja. Na, einmal ist einmal ist das die Motivation, also okay, bei dieser, da mag ich jetzt, da gibt es wahrscheinlich welche, die sagen, das lassen wir jetzt einmal machen und dann schauen wir mal, was für Ergebnisse. Und die springen dann im zweiten Schritt an, wie du gesagt hast, wenn das bei denen funktioniert, mache ich das jetzt auch. Genau. Und dann gibt es diejenigen, die mir vorausschießen, sagen, ich mache das gleich. Ja. Gibt es dann welche, die, sage ich jetzt mal, sehr schwer zu überzeugen sind? Was machen wir mit denen? Also ich sage immer, bewegen musst du dich schon. Ne? Und ich sage auch immer, ich bin ja auch für die da, die wollen. Also ich kenne ganz viele, auch in meinem Umfeld, die sagen, ja, Heilerin, da, ach, was ist denn das? Und dann sage ich ja, für die bin ich aber auch nicht da. Sondern ich bin ja für die, die wirklich wollen. Du schreibst aber auch, ist ja auch Spaß machen. Wie bringst du den Spaß in diese Bühne rein? Also das ist tatsächlich, je mehr Freude du hast, desto mehr fängt quasi aus deinem Gehirn die ganzen Botenstoffe an, im Körper diese Selbstheilungskräfte freizusetzen. Also deshalb musst du Spaß haben. Okay. Und wir bringen halt, wenn wir den Körper fragen, hey, was ist zu tun, sind es immer 2 Dinge.
entweder irgendwas total witzig, albernes, total kindliches. Da habe ich was gesehen. Genau. Zum Beispiel, setz dir eine Krone auf und lauf damit 2 Wochen rum. Ich habe gewusst, dass das kommt. Ich habe mir auch eine Krone besorgt. Da werden die Leute sagen, Nepomuk, endlich bist du zum Kaiser gekrönt worden. Yes. Das macht gar nichts. Heute bin ich der Kaiser. Unter meiner Prinzessin hier. Ja. Und da, so laufen wir jetzt eine Woche. Und die kriegen das die Aufgabe mit dieser Krone? Die spüren ja selber, die fragen ja ihren Körper. Also ich gebe das schon so, jetzt fragt mal euren Körper, um gesund zu werden oder um die große Liebe zu finden. Mhm. Ist es ein Beitrag, wenn du dir eine Krone kaufst und damit 2 Wochen rumrennst? Super. So, und dann haben wir meistens 3/4 sagt, oh Gott, mein Körper sagt ja. Und 1/4 nicht, für die ist das dann was anderes. Mhm. Und diese 3/4, und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, wer macht das? Weil dein Körper sagt dir gerade, ich kann gesund werden, wenn du das tust. Okay, da gehört aber jetzt Mut dazu, oder? Vielleicht, ja, ja? Genau, weil theoretisch ist es einfach. Ich kaufe mir eine Krone und setze das Ding auf. Ja. Aber natürlich, und ich denke, das merken die Zuschauer auch schon so ein bisschen, was bedeutet das, wenn ich die Krone immer trage? Im Geschäft, in Meetings, in der Bahn, beim Einkaufen. Was macht das? Und das ist ja, es ist so ungewöhnlich. Im Kino sagt er das im falschen Film, oder? Ja, aber das ist ja so ungewöhnlich. Mit Krone kannst du nicht irgendwie so missmutig im Supermarkt rumlaufen. Das geht ja nicht, sondern was machst du diese halt 2 Wochen dann? Du wirst ein anderer Mensch, weil du weißt, oh, ich habe eine Krone, alle. Und nach diesen 2 Wochen bist du anders. Ja, kleiner machen Leute, das heißt, das Verhalten ändert sich. Genau. Du kriegst eine andere Resonanz, eine andere Schwingung. Ja. Ich bin heute, ja, sagt man da, Herr der Ringe, ne, oder sowas. Ja. Ja. Und diese Veränderung ist halt, das glaubt man gar nicht, was nur Krone tragen, weil du so viel anders machst, was das aber mit deinem Körper macht. Ich glaube, das Wichtige ist, was du gesagt hast, wenn du jetzt eine Woche magst, das schleift sich dann ein und wenn du es nur eine Minute magst, ist ja, ne, du hast es wieder runter. Ja. Aber jetzt eine Woche dann, das ist ja spannend. Ja. Ja. Wird dann darüber berichtet, was da passiert ist? Ja, wir tauschen uns, in diesen Kursen tauschen wir uns so viel aus. Und das ist ja auch, deshalb ist es so viel einfacher, weil wenn du 50 Bilder siehst, ne, die machen dann wirklich so ein Selfie im Supermarkt. Hey, ich habe mich getraut. Oder im Meeting so, hey, guck mal, ich sitze hier im Meeting mit meiner Krone. Und es ist natürlich für alle anderen so ein Ansporn, okay, die kann, ja, dann mache ich das jetzt auch. Mhm. Und das ist so schön in diesen Kursen, dass wir uns halt gegeneinander beflügeln. Und dann merken die Leute, die schreiben dann auch wirklich rein so, weißt du was, ich bin aufgewacht und hat keine Schmerzen. Mein Körper würde sagen, mir fehlt jetzt noch das Zepter. Ja, siehst du? Ja, genau, ich muss mir das Zepter besorgen. Ja, ja, und das ist halt, dann kommt auch Freude auf. Ne? Wenn du jetzt an dein Zepter denkst, ja, dann ist er, man sieht dich so, mit blauen Steinen und allem. Ja. Und das ist quasi, was die Heilkräfte im Körper, ja, was es loslegen lässt. Glaube ich auch. Positiv drauf sein, strahlen, ist natürlich Heilung, ganz klar. Ja. Das hängt natürlich auch mit Damen zusammen. Ich glaube, es gibt in, was kann ich, das nur in Amerika ist, Ärzte, die mit dieser roten Nase, diese Clown-Doktoren. Ja, genau. Ich kenne einen davon. Und weil das einfach zu der Heilung beiträgt. Ich glaube, da gibt es sogar einen Film von dem, der das erfunden hat. Genau. Klar, weil wie gehen wir normalerweise zum Arzt? Ja, wir sitzen Stunden im Wartezimmer, denken sie uns schon so, oh, hoffentlich komme ich bald dran. Dann kommst du dran, dann sagt der Arzt, guten Tag. Mhm. Aber wenn ich ja mit der roten Nase komme. Ja, der zieht dich halt total raus und du denkst plötzlich, oh, was ist denn hier los? Ach so. Und dann kommst du selber auch auf neue Ideen, wenn der dich mit der Clown-Nase fragt, okay, ja, was wäre denn jetzt für sie der nächste Schritt, wenn sie mal selber nachdenken? Mhm. Dann kommst du ja auf neue Ideen, weil du so rausgerissen bist, so, ja, okay. Also das heißt, dein Thema hat sehr viel mit Musterdurchbrechung zu tun. Ja, ganz viel. Alte Gewohnheiten nicht ablegen, aber zumindest einmal auf die Seite stellen und neue Sachen reinbringen, die das Leben wieder Spaß machen. Genau. Und das ist auch sich zu trauen, weil so eine Krone kostet nicht viel, nicht? Aber das Rumlaufen ist wahrscheinlich mehr Herausforderung, als wie die 5 Euro für auszugeben. Genau. Ne? Ja. Und was man aber merkt, zum Beispiel mit der Krone, wenn man das 2 Wochen macht, Leute reagieren ganz anders und die reagieren tatsächlich neugierig. Du hast ganz neue Konversationen. Ja, klar. Und wenn du dann zum Beispiel sagen würdest, ja, weil ich will gesund werden, deshalb habe ich eine Krone auf. Was ist denn zum Beispiel ihr bester Tipp für Gesundheit? Alle, die dich ansprechen, frag die mal das. So, dann kriegst du täglich vielleicht 25 coole Tipps und vielleicht ist nur der eine dabei, wo du sagst, und genau der ist cool für mich. Mhm. Und so geht Heilung. Mhm.
Na, so kann man das selber. Gibt es da auch verrückte Dinge, dass jemand sagt, nee, ich brauche keine Krone, sondern einen Schottenhut oder was weiß ich, keine Ahnung? Oder? Ja, also wie gesagt, irgendwas mit Klamotten ist immer normalerweise das, was man sonst nicht trägt. Mhm. Also, oder irgendein Verhalten an den Tag, den man vielleicht so auch nicht macht, weiß ich nicht? Oder? Ja, also wir haben viele, wo der Körper sagt, geh den ganzen Tag rückwärts. Na, wirklich. Und das ist auch so irgendwie, das ist ja ganz einfach umzusetzen, aber das mal ich sehe mir das jetzt lustig vor, also wenn der Chef anruft bei der Sekretärin, Mensch, und die kommen dann rückwärts rein. Ja, ne? Genau. Und, rückwärts. Und das ist natürlich, also ich sag mal auch bei der Arbeit, das hat ja, oft sind wir so eingefahrene Arbeit. Ja. Und wenn sich jetzt ja jemand vorstellt, da kommt jetzt plötzlich vielleicht auch dein eigener Chef rückwärts rein. Das ist ja auch so, du wirst ja auch fragen, okay, Chef, was ist hier los? Ja. Dann habt ihr ja eine ganz neue Konversation, dann redet ihr nicht über Wetter und wie und so, sondern so, hey, was machen Sie denn gerade? Ja, ich mache hier gerade so einen Kurs, Entwicklung. Also das, dann hast du ein ganz neues Ansehen, wenn du das durchziehst. Mach gerade Selbstheilung, ne? Und es geht rückwärtsgang. Genau. Also ich meine, wie viel Veränderung gibt es dann überall plötzlich? Weil ja, da wird drüber gesprochen, ja, ganz klar. Ja. Das ist eine ganz andere Stimmung im Unternehmen. Dann, genau. Ne? Deshalb, also ich sage auch, rückwärts gehen kann halt auch viel Geld machen, weil man diese ganzen Muster durchbricht und plötzlich die Mitarbeiter viel mehr Spaß mit dem Chef haben, der halt rückwärts durch die Gegend läuft. Ja, vielleicht auch der Output dann in der Firma größer ist und mehr Umsatz, wirklich? Was weiß ich. Ja. Das ist fast immer so. Also das hängt halt alles zusammen und ich sage immer, das ist dieses Puzzeln bring ich bei. Ne, dass man, wie hängt das alles zusammen? Die Beziehung, das Geld, Umsätze, Geschäft, aber Gesundheit. Wie sind denn die Konversationen bei euch in diesen Community? Gibt es da die meisten, die sagen, ich weiß, worum es nicht geht, oder sind die alle neugierig? Oder ist es eine Mischung? Weil ich kenne ja das aus meinen früheren Tätigkeiten, wenn man sagt, okay, wir haben Folgendes vor, dann gibt es immer, sagen wir, von 10, 8, die sagen, wir wissen, worum es nicht geht. Ja. Und nur 2, die sagen, okay, ich habe eine Idee, wie wir es vielleicht doch hinkriegen. Ja, also die meisten fangen an mit, ja, aber ich habe doch schon, ich habe so viel probiert. Und bei mir ist übrigens ganz schlimm und ich bin ein ganz schwerer Fall und überhaupt und bei mir, so fangen die an. Ja, genau. Ne? Das und ich sage mal, das ist auch am Anfang erlaubt. So, dann frage ich immer, okay, wer hier im Zoom hat auch ein ähnliches Problem? Der schreibt mal ich rein. Mhm. So, und dann haben wir 200 Ichs. Und dann merkt die Person das erste Mal, ich bin gar nicht alleine. Mhm. Ach so, wenn das so viele haben, dann gibt es auch eine Lösung. So, und dann fangen wir langsam an, quasi irgendwann zu fragen, dass die im Livestream dann nicht sagen, so, ja, und ich habe das nicht, wie kann ich das loswerden, sondern, Julia, wie kann ich noch besser mit meinem Körper kommunizieren? Ich will jetzt auch die Heilung haben. So, dann kann die werden dann neugierig. Ja, weil die erleben das ja entweder bei sich selbst schon oder bei anderen und sagen dann, okay, wenn das bei so vielen funktioniert, dann will ich das jetzt auch. Das ist praktisch eine Art Gemeinschaftserlebnis, das ja auch einen gewissen Druck ausübt, um hier auch dran zu bleiben vielleicht, also einen positiven Druck. Ja, ich würde eher fast sagen Inspiration. Inspiration, okay. Ja, weil stell mal vor, wir würden mit unseren Freunden zusammen sein und die würden jetzt alle Millionäre werden. Mhm. Stellen wir uns das einfach mal vor. Und du denkst dir so, super, ich nicht am Anfang. So, aber irgendwie nach einem halben Jahr denkst du dir, also wenn die jetzt alle Millionäre geworden sind, dann mache ich das doch nicht, also stimmt irgendwas nicht. Ja. Und so ist es ein bisschen auch in der Gemeinschaft, die sehen die tollen Ergebnisse und entweder machen sie schon mit, haben die auch schon, oder sind halt ein bisschen hinterher und lassen sich aber tatsächlich inspirieren. Bei dieser vielen Kommunikation, die du hinter dir hast, mit diesen vielen Menschen, gibt es da irgendwelche grundlegenden Themen, wir haben das Beziehungsthema schon angesprochen, was momentan irgendein Trend ist, wo die Leute hier hängen bleiben oder wo die Hürden sind? Das ist fast immer, ich bin nicht gut genug. Ach. Ich bin nicht gut genug, ich darf mich nicht für meinen Traumjob bewerben. Das haben wir ganz viel. So viele hängen in Jobs, wo sie wissen, der macht mich krank, aber denken, sie sind nicht gut genug, dass sie was anderes machen könnten. Gut genug vielleicht von der Ausbildung her, von der Vita? Alles. Also einmal Vita, aber auch, ich kann nicht gut reden. Okay. Das braucht man doch für den Job. Ich habe kein Standing. Also es ist fast immer dieses, ich bin nicht gut genug und deshalb muss ich in meinem Job bleiben, den ich eigentlich kacke finde. Okay, und wie geht man jetzt da ran? Dann gibt es eine Lösung dafür, ganz klar. Genau. So der erste Schritt ist tatsächlich, sich zu feiern. Die wenigsten Menschen feiern sich. Weil das ist ja, da wo du deine Aufmerksamkeit hinpackst, da kommt mehr davon. Wenn du den ganzen Tag sagst, ich bin nicht gut genug, wie soll ich denn dann auf die negativen Sachen. Genau. So, und tatsächlich ist eine Aufgabe wirklich, sich täglich zu feiern in dem Kurs. So, und davon kommt natürlich mehr. So, und dann finden die plötzlich raus, da dachten sie, sie sind nicht gut genug, dann finden sie aber plötzlich raus, hey, ich habe 3 Kinder großgezogen, aus denen ist alles was geworden. Ja, cool. Ach, kommen diese Impulse dann von den Mit-Communities?
Oder sagst du, Mensch, du hast ja Vitos, ja, du hast drei Kinder großgezogen, du hast was ich auch schon 40 Jahre in dem Beruf verschiedene Stationen durchlaufen, etc., etc. Oder hast vielleicht Auszeichnungen bekommen, etc. An die sich die Leute gar nicht mehr erinnern? Ich mache es tatsächlich noch viel einfacher. Ich frage dir als allererstes, willst du gesund werden? Ja, war gut. Ja, und dann sagen die meisten, ja. Okay. Und ich so, okay, ihr müsst mir, diese drei Wochen musst du mir vertrauen. Dann funktioniert es. Okay. Und weil ich dir zeigen werde, was in deinem Körper ist. So eine Aufgabe relativ am Anfang ist, gib mir 30 Erfolge aus deinem Leben. Du schreibst sie auf, poste sie in die Gruppe. Okay. Und das ist oft der erste Durchbruch, weil 30 Erfolge musst du auch sammeln. Am Anfang denkst du so, oh, mir fallen 5 ein. Mhm. Also 30 ist, würde ich auch immer sagen, okay, da ist meine Nummer. Genau. Und dann sind die so bei 11 und dann hört es auf. Und dann sage ich, das ist ganz normal. So, und jetzt gehen wir mal alle in die Kindheit, was hast du da Tolles? Und dann kommen Sportergebnisse, tolle Leistungen in der Schule, tolle Freundschaften. Also dann fangen wir da an. Dann helfe ich denen so ein bisschen. Okay, und jetzt in den 20ern. Was waren da deine drei Highlights? Dann sind die alleine rumgereist, haben irre Sachen erlebt. Wirklich. Ne? Und dann kommt sie. Und dann geht es eigentlich los, wenn man denen ein bisschen hilft, dass sie sehen, okay. Und die meisten haben dann irgendwann 50, 60 Erfolge. Ja, dann sehen sie, dass es über das ganze Leben hindurch immer wieder diese Erfolgsstepps gibt. Natürlich auch die anderen. Ja. Aber die haben nur die Negativen angesehen, aber nicht die Positiven. Genau. Und wenn die wieder ins Wachbewusstsein hereingeholt werden, ist es ja mal ein Motivationsschub. Total. Und dann haben wir tatsächlich an Beispielen, sagen wir 5, 6 Leute, und wir nehmen die mal hervor, die jetzt wirklich sagen, ich will einen Traumjob, aber ich traue mich nicht. Mhm. Und dann gucken wir mal hin. Und ich komme ja aus dem Personalbereich. Ja. Ja, ich bin jetzt selber Arbeitgeber, aber früher habe ich eine Personalabteilung geleitet. Und dann sage ich denen einfach mal, weißt du was, ein Arbeitgeber sucht genau das. Viele wissen das ja einfach gar nicht. Ich sag mal, die ganz oft die Mütter denken, dass sie sagen, ja, aber ich war jetzt lange raus, drei Kinder großgezogen. Mhm. So, ich hatte eine Mutter, da waren alle drei Kinder Leistungssportler. Also ich sag mal, das musst du als Mutter stemmen können, was für ein absolut geniales Talent. Ist es jemand, wo du an der Personalabteilung sagt, oh, die hat aber besondere Talente, weil wenn jemand das gefördert hat. Und man muss das quasi so ein bisschen rausstellen und dann ist es nur noch technisch, wie mache ich das in den Lebenslauf rein. Und ich sag mal, an den 5 Beispielpersonen merken 1800 andere, ja, scheiße, ich kann das ja auch, ich habe ja auch so viel. Und so macht das... So macht es das quasi einfach, dass man auch in einer großen Gruppe so viel lernen kann. Man macht mit, man lernt an den Beispielen der anderen und es macht halt einfach Spaß. Genau, jetzt haben wir schon beide Themen durch, aber das Thema Geld haben wir noch nicht durch. Das ist auch ein großes Themenfeld. Mhm. Unsere Gesellschaft ist sehr fixiert auf Geld. Klar, Geld ist Freiheit. Mhm. Ja, es gibt ja ein paar Mentaltrainer, die sagen, okay, nehmt mir das Geld weg, in einem Jahr bin ich wieder hier. Mhm. Ja, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber da ist was Wahres dran, weil er sagt, ich bin reich in Ideen, reich in Kreativität, reich wie auch immer im Verhalten und so weiter und so fort. Ist das auch das, was du vielleicht versuchst hier oder aufzeigst? Sagst du, der Reichtum ist nicht nur das Monetäre, sondern wie ich mit meinem Leben umgehe, das macht mich reich? Es ist beides tatsächlich. Also ich sage immer, innerlich reich ist ja sowieso. Aber ich sage auch immer, du darfst auch äußerlich reich sein. Also für mich gehört Geld dazu, weil das schön ist. Du kannst dir viel mehr leisten, du kannst Beitrag in der Gesellschaft sein. Wenn du viel Geld hast, hast du viel Einfluss. Und wie schön ist es, wenn tolle Menschen viel Einfluss haben. Aber wir denken ganz oft, ja, Geld, so wenn man so richtig so an viel Geld denkt, so richtig viel, dann denkt man mal, na, die Reichen, die haben sich das erschlichen. Reich sein, die sind böse. Und ein Unterbewusstsein sagt, ich will ja kein Böser sein, also lieber weniger Reichtum. Ein bisschen reicht ja auch. Da sind auch schon wieder Glaubenssätze drin. Ganz viel. Also Geld ist wirklich fast nur Glaubenssätze. Sind auch reiche Menschen tatsächlich bei dir in den Kursen? Ja, tatsächlich. Also wir haben ja welche, die haben schon viel Geld und die wollen einfach die nächste Stufe. Okay. Weil ist geil. Also deshalb, und wir haben auch, sag ich mal, wir haben reiche Menschen, die haben dann Krankheiten. Die haben zwar das Geld, aber merken, Geld alleine macht auch nicht wenn ich nicht gesund bin. Ne? Genau. Hm. Also deshalb, es braucht halt alles zusammen. Aber ich sage auch immer, man darf sich halt auch Geld erlauben. Das heißt, in diesem Thema Geld wird es auch in verschiedensten Perspektiven betrachtet. Ja. Erfahrungen ausgetauscht, wo Menschen sagen, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ganz oft dieses, oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann hast du wieder eine neue Perspektive, dass du sagst, oh, was, wenn ich mir wirklich mal viel erlaube? Ne? Und das ist tatsächlich ganz viel energetisch, Mindset. Und wenn man das einmal knackt, dann kommen halt die praktischen Schritte. Also ich sag mal, Geld fällt nicht jetzt vom Himmel, dass du sagst, oh, ich erlaube mir, reich zu sein. Nee, aber jeder hat Fähigkeiten, wo andere gerne Geld für zahlen. Genau, ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt. Wenn ich meine Talente gut ausleben kann, genau,
dann zieht ja das eine Spur hinter mir her, wo das Gelbwerk ja nachläuft, weil ich war ja irgendwas, was ich besser kann, was ein anderer kann. Genau. Oder? Dafür also bin ich dann ja auch gut bezahlt. Ne? Ja, das ist zum Beispiel ein Weg. Viele machen entweder nebenher oder Vollzeit irgendwann selbstständig, weil die wirklich sehen, wow, ich habe was und da zahlen andere gerne Geld für. Mhm. Und das haben die aber früher nie so gesehen. Und ganz viel ist auch, mal Geld anders zu denken, so intim mit Geld zu werden. Ne? Ja. Also, weil es ist ganz oft so, wenn wir über Geld sprechen, wir sprechen noch nicht mal über Geld. Ah, über Geld können wir nicht sprechen. Genau. Ja. So, ich bin jetzt immer die immer überall erzählt, wie viel verdiene ich, und dann frage ich immer. Ja, aber du bist ja ganz so offen, du sagst, Mensch, ich habe so und so viele Kursteilnehmer, die zahlen so und so viel Geld und ich habe so und so viel Umsatz. Genau. Dann sagen wir, was läuft denn hier? Ja, genau. Aber das musste ich auch erst lernen. Ich war ja auch, also ich sag mal, ich war auch ganz normal und habe so, okay, über Geld sprechen. Und ich vergleiche das immer, behandle Geld so, wie, als würdest du eine Partnerschaft machen. Mhm. Stell dir vor, du behandelst deinen Partner so wie dein Geld. Okay, du sollst für mich arbeiten, aber über dich sprechen tue ich schon mal nicht. Mhm. Und dann sollst du auch in so einer dunklen Kammer, aka Portemonnaie, wohnen und zeigen will ich dich schon mal auch gar nicht. So, ja, welcher Partner würde denn dann bleiben? Ja, das wäre nicht so gut, glaube ich. Und so nehmen wir auch diesen energetischen Part von Geld und fangen an, wirklich Geld zu feiern, zu lieben, mal Teil von allem werden zu lassen. Ganz viele haben so ein Geldnestchen in der Wohnung irgendwann stehen. Geldnestchen? Ja, da packst du Geld rein, paar schöne Dinge und dann wird Geld Teil deines Lebens. Das ist so der erste Step, um mal so wieder Bezug zu Geld zu bekommen, einen schönen Bezug. Ja, so wie hat immer erlebt, die hat auch immer in den Sendungen so einen Strumpf dabei gehabt und hat sie dann immer was bezahlt damit. Ja. Ja. Und dann fängst du an, Freunde mit Geld zu haben. Ein Geldstrumpf. Ja, ist schön. Ja, super. Was passiert denn nach diesen 3 Wochen? Werden die dann entlassen und sagen, okay, ihr seid jetzt alle geheilt oder wie immer? Wie schaut das Resümee dann aus nach diesen 3 Wochen? Ja, also wir haben 2 Gruppen von Menschen. Manche sagen so, oh ja, das war jetzt cool. Jetzt habe ich schon mal eine gute Idee. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele, die sagen, okay, jetzt habe ich so einen kleinen Teil gesehen. Jetzt will ich das große Ganze. Mhm. Und dann geht es quasi in die großen Programme. Wir haben eine Ausbildung, wo ich denen zeige, dass sie auch alles können, was ich kann. Mhm. Weil da gehört ja noch so viel mehr. Ne, dann willst du erst dich heilen, dann willst du aber irgendwann, okay, wie mache ich das mit meinen Kindern? Ja. Ne, wie mache ich das mit meinem Umfeld. Partner? Ja. Und dann gibt es welche, die sagen, oh Gott, das macht mir genauso viel Spaß wie der Julia. Wie kann ich ein Business draus machen? Und dann haben wir weiterführende Programme, wo wir wirklich sagen, ich bringe dir das bei. Weil ich finde es viel cooler. Ich will gar nicht, dass sie zu mir kommen und sagen, ich will eine Session bei dir. Dann sage ich, nee, ich zeige dir es und dann kannst du es nämlich auch noch weitertragen. Mhm. Weil ich wirklich glaube, das wird die Welt verändern. Das meine ich damit. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Es ist ja ein weltverändernder Faktor, wenn plötzlich alle, sage ich mal, so positiv und zufrieden, sagen wir mal, in die Welt hinausstarten und sagen, wo ist denn das nächste Ding? Ich möchte hier endlich und so weiter und so fort. Ja. Das ist doch, was wir brauchen, oder? In diesem, ja. Weil uns ja immer in den Medien so trist alles so vorkommt und nur Probleme und was weiß ich, alles Mögliche. Und plötzlich macht es wieder Spaß, das Leben. Ja, und deshalb bin ich auch so begeistert davon. Das ist ja so meine Leidenschaft. Ja, du lebst ja das und das ist genau das Leben. Ja, aber leider bei der ganzen Begeisterung. Julia, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen, aber wir werden noch ein paar Gespräche führen, weil das Thema ist wirklich sehr spannend. Und bedanke dich bei dir, damit wir hier ein bisschen Einblick bekommen. Und danke, liebe Zuseher. Das war die spirituelle Sprechstunde. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.